Sodala, Hallöchen, herzlich willkommen. Was denn? Ich grüße euch zu Final Fantasy 15. Mein Name ist Franconia. Wir sind hier in diesem komischen Müllwald. Ist ein Dungeon. Hier muss es, oder hier gibt es, ich denke mal hier noch ein Königsgrab hinterher. Und hier gibt es auch noch einige Quests. Ich zeige es auch mal auf der Karte. Es geht aber tatsächlich dann vermutlich nochmal hier ein bisschen rüber. Wie gesagt, wir sind hier. Hier haben wir den Erforschung des Mürwalds. Hier müssen wir hin. Und wir haben ja auch noch, wenn wir hier die Aufgaben gucken, Glühwürmchenjäger Stufe 45. Das ist nämlich auch genau hier. Und goldene Sanduhr. Jo, ist allerdings Stufe 45. Wir sind aktuell auch ohne Gladio. Deswegen kann es doch ziemlich lustig werden. Goldmineral, obwohl ich jetzt sagen muss, dass es vermutlich auch cool ist. Wühler Rasendrosa, sonst irgendwas. Obwohl ich sagen muss, dass wir doch vielleicht erst absorbieren. Und dann, erst absorbieren, sage ich ja, erst. Na, was schon. Jo, Spinnenseide. Erstmal hier den Dungeon weitermachen. Bevor wir dann hier hinkommen. Oh. Oder wir holen uns gleich das Zelten ab. Und gehen aber dann nochmal angeln. Genau, da möchte ich nämlich hier. Genug geschafft für einen Tag. Wir zelten also? Jo. Mal sehen, wofür die Zutaten heute reichen. Ich bin ja auch gespannt. Wir haben ja was Neues bekommen. Ein neues Rezept. Wir haben jetzt aktuell 70, glaube ich, von insgesamt 103 Gerichten. Fischen fehlen noch massig. Alter Verwalter, fehlen uns. Da haben wir 24 von 100, also gerade mal ein Viertel. Wir schauen mal, vielleicht können wir ein neues Gericht machen. Ich würde ja gern mal wieder was machen für. Was haben wir hier? Dicke Bildsuppe. Spiegelpilz. Die könnten wir eigentlich machen. Die fette Bildsuppe. So, dann haben wir nämlich hier eine kleine Pause. Wird dann auch hier gespeichert, falls wir dann sterben sollten. Oh, ich liebe ja Pilze, ne? Pilze. Wirklich, warte, da kann ich. Oh. Also auch so frische Pilze, so Champignons, die Dinger sind immer ein bisschen lätschig und schmecken nach gar nichts. Die aus der Dose. Yeah, Noctis! Sogar im Kampf siehst du gelassen aus. Ja, das sah schon richtig cool aus. So, was ich sagen wollte. So macht man das. Jo, war dann schon cool, wie du dich übers Schlachtfeld warbst. Ja, was soll ich sagen? Ich sag immer warpen, ne? Das heißt warpen. Ja, okay, ich verdeutsche immer irgendwie alles. So, hier ist auf jeden Fall mal sicherheitshalber gespeichert. Und hier sieht's auch recht. Was sagt der Wetterbericht? Wolkenlos und steigende Temperatur. Alter, hier kann man es aushalten. Nee, leg mir am Arsch. So, ich möchte aber mal gucken. Genau, hier haben wir ja soweit alles. Denn dann gehen wir doch nochmal rüber, bevor wir hier angeln gehen. Ich möchte nämlich. Jungs. So, ich möchte nämlich doch wirklich. Gehen wir! Alraunenblume. Ich möchte nämlich doch versuchen, dass ich vielleicht dann nochmal 3 FP abhole, wenn ich hier diese Aufgabe hier besiege, diese Aufgabe meiste. Lass mir mal mitmachen hier. Lass mir mal mitmachen, hat er gemeint. Also dann. Na, läuft doch. Ist hier noch was? Okay, hier ist ein doofer Teich. Erforschung des Mürrerwalds.
Hier müssen doch Glühwürmchen sein, ne? Ein Goldreif. Einen Goldreif. Eisenreif, Eisenreif, Titanreif. Oh, Titanreif macht noch ein bisschen Lebenspunkte. Hä, wieso habe ich so wenig Lebenspunkte? Eisenreif, Carbonreif, Fechterreif, Talisman, Rubin. Rubinarmband. Erdanhänger. Silberreif ist natürlich auch nie verkehrt. So, Goldreif ist noch besser. Aber ich möchte natürlich die anderen auch nicht. Irgendwie, ne? Das ist aber alles überall ein wenig schlechter dann, ne? Wieso haben wir so wenig Lebenspunkte gerade? Saphirarmband, nice. Und hier vielleicht noch was. Ist hier irgendwas, was positiv noch irgendwie irgendwo vielleicht funktioniert? Das ist da vielleicht, ne? Rubin, komm, was soll der Geiz? Ach, den haben wir tatsächlich auch schon. Gut, dann nehmen wir Schnappschuss. Kritisch. Sehr geil. Ignis, da fehlen noch 80%. Das ist sehr schön. Dann hätten wir nämlich das auch mal. Aber Bromto wollte ich doch noch Helidor-Armband. Gibt es hier positive irgendwie Zustandsveränderungen? Alles, wo dann doch immer ein bisschen irgendwie doch negativ hat. Hier haben wir noch was. Saphirarmband, sehr schön. Und Eisenreif vielleicht noch was. Jo, Titanreif, sehr schön. Wieso haben wir so wenig Leben? Ist befremdlich, Noct. Wieso haben wir so wenig Leben jetzt auf einmal? Ich hoffe, das ist jetzt kein. Ich hoffe, das ist jetzt nur ein Bug. Ah, hier ist noch so einer. So, ich traue dem Ganzen nicht. Glühwürmchen. Wo muss ich hin? Verfluchte Mist, wo sind denn wir? Diesmal gebe ich die Befehle. Aber mach's kurz. Und auch für mich verständlich. So, Freunde der Sonne. Eieiei. Einstellungen, Kampfmodus. Wir warten natürlich. Aber hier hat's einiges irgendwie gerade zerfettet. Alter. Heiltränke, Bromdo. Was ist das? Stufe 38? Müssten wir eigentlich schaffen. So, Feuer ist ein wenig allergisch, der gute Mann. Das ist natürlich sehr schön. Kampfmodus, Echtzeit. So, Ausrüstung, Noctis, Feuermodus. Feuer, Feuer, Feuer. Eisra, Eisra, Blitzra, Eisra. Feuer, kennst dich aus. Bin dran! Alter! Nein!
Heidränge, Jungs, zieht's euch rein. Heidränge. Ignis. Alter Phönix, Mega Phönix. Bitte. Fuck. Fuck, schon wieder falscher Knopf. Alter Verwalter, zieht der Junge ab. Zieht der Junge ab, verdammt mal. Ich war total neben der Kappe. Kommt doch! Auf Schnappschuss! Ich konnte. Ignis ist in Gefahr. Wer nicht dasselbe ohne dich, Ignis? Du hast was gesagt. Leg los, Brondo! Auf, Brondo! Noch ein bisschen. Was ist denn das? Scheint, als hättet ihr den Verstand verloren. Alter! So, Heidränge, wir pfeifen uns mal natürlich gerne alles hinter. Roger! Und natürlich nochmal Ignis. Unmöglich. Yes! Hervorragend. So, Glühwürmchen. Oh, wir leben noch. Das muss gefeiert werden. Ja, doch leider haben wir doch... Die Glühwürmchen, Junge. Okay, wir gehen erstmal hier rein. Nice. Das Grab der Unbarmherzigen. Ich bin gespannt, welche Waffe wir da jetzt bekommen. So, wir gucken uns natürlich mal wieder obligatorisch erstmal noch hier um. Jo, was ist denn das? Ein überdimensionaler Wurfstern. Nice! Yeah! Erforschung des Mithriwalds. So, Glühwürmchenjäger, was ist das hier? Mega-Phönix? Ich frage mich, wie ich jetzt zu diesen Glühwürmchen komme, ne? Um ehrlich zu sein. Wir sind ja hier noch in diesem Gebiet. Also es muss hier auch sein, das ist hier dieses fette Gebiet. Ich glaube, da drüben geht es noch weiter, oder? Geht es hier irgendwie wo noch weiter? Hui, können wir hier nach oben? Gibt es vielleicht da eine Möglichkeit, dass wir hier nach oben können? Hier geht es ja leider nur diesen Weg entlang. Ach, dann sind wir schon hier draußen, Glühwürmchen. Hier sieht es noch alles so. Hier ist noch was.
Glühwürmchenjäger, ja, da möchten wir hin. Mürwald Glühwürmchen fangen. So, die Frage. Wo sind sie, die kleinen Dinge? So, leider Gottes sind wir hier. Wo kommen wir hin? Wo gibt es hier diese Glühwürmchen? Ich möchte eigentlich nicht nochmal hierher. Schau noch mal auf die Karte. Okay, wir müssen darüber. Hier können wir leider nicht rüber. Hier Leiter Gottes auch nicht. Das gibt's ja nicht. Wo sind denn die? Sind die hier im Wasser? Nee, ne? So, ich möchte doch nochmal auf die Aufgabe gehen. Glühwürmchenjäger. Für ihre Vorstudien braucht Sanja eine kleine Finanzspritze. Ein Artikel über seltene Tiere könnte etwas Geld in die Kassen spülen. Das Mürwald-Glühwürmchen scheint genau die richtige Spezies dafür zu sein. Noctis erklärt sich bereit, ihr ein paar Exemplare zu fangen. So schaut's nämlich aus. Sag mal. Oder müssen wir in der Nacht hierher? Belohnung. Erfahrungspunkte, Auftraggeber, goldene Sanduhr. Dunderwetter jetzt. Hey, wir gucken da nochmal hin. Jo, 2, 4, 6, 7 von 13. Also wir haben jetzt schon die Hälfte. Blöde Glühwürmler. Die müssen wir in der... Ist es tatsächlich so? Also das wäre jetzt hier für mich jetzt noch die einzige logische... Wäre die einzige logische Konsequenz, dass wir die hier nur in der Nacht eigentlich fangen können, ne? Sollen wir da nochmal in der Nacht her? Na, es wird schon langsam dunkel. Es könnte vielleicht hier was werden noch. Alter, da zieht schon voll der Schatten auf, ne? So, geht's da nochmal? Nein, nee, ne? Nee, hat jetzt nur so ausgeschaut, okay. Dann hätte ich gedacht, aber wieso ist die Stufe 45? So schwer waren die jetzt gar nicht. Gut, das eine Viech hatte Stufe 48, glaube ich. Aber hier war doch noch was, ne? Hier kommen wir allerdings nicht weiter. Ja. Drei Glühwürmchen fahren. Ich frage mich halt nur, mit was? Der bräuchte ja einen ganz, 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 ganz feinen Kescher. Irgendwie ganz, ganz blöd jetzt. Das Sixte, wir sind jetzt auch wieder hier. Das Refugium möchte ich jetzt hier allerdings nicht.
angeln will ich eigentlich jetzt gerade auch nicht bis mitten in die Nacht rein, ne? Also zumindest jetzt nicht, ne? Ich würde jetzt doch... Können wir hier rüber? Nein. Ach, das... Ach, so stelle ich mir das Paradies vor. Es gibt ja Es gibt ja tatsächlich solche Orte, wo es solche Wasserfälle gibt auf der Welt. Ach, ist das schön. Ich freue mich aber hier, was wir hier uns angeln können. Wird sicherlich sehr, sehr cool werden. Würde ich dann aber doch erst morgen machen. Ich würde jetzt doch das Refugium erstmal hier... Vielleicht sollten wir heute hier übernachten. Ja, sollten wir, aber ich würde doch die Glühwürmchen... Upsala. Da steht aber keine Aufgabe dort, ne? Also, was wir hier genau haben, Glühwürmchen, bliblablo. Da steht nichts dort irgendwie, dass wir es in der Nacht fangen sollen, aber es ist natürlich, ich meine, in der Nacht siehst du die Viecher natürlich mehr, ne? Und besser. Von daher könnte ich es mir doch vorstellen. Ich will das jetzt. Ja, die Sonne geht unter. Ach, ist das schön hier. Ach, ist das schön. Open World, ich liebe dich. Ja, die Sonne geht langsam, aber sicher unter. Hier ist es so sumpfig. Es muss. Müsste ich schon fast sagen, es muss eigentlich hier sein. Ist das ein Glühwürmchen gewesen? Jungs, wollt ihr eigentlich auch noch was sagen? Ja, ich würde das jetzt eigentlich ungern unterbrechen, ne, und dann jetzt hier angeln. Jetzt haben wir 15 Uhr. Auf der Karte. Man könnte eigentlich die Zeit eigentlich noch auch noch mal sinnvoll in Anführungsstrichen gestalten, indem wir jetzt doch noch ein paar Kämpfe hier machen. Indem wir doch noch ein paar Kämpfe hier machen, hat er gemeint. So, wo sind denn die Kadaver? Mizi! Los geht's! Ja! Jo! Weiter so, Noct! Jupp! Ja, perfekt! Bleib wachsam! Jungs! Alter! Verschwind! Nimm's mir nicht übel. Wieso hauen die jetzt so auf mich ein hier? Ich versteh's einfach nicht. Ich habe euch nichts getan, meine Freunde. Ade. Hey, alles klar hier? Oh, verdammt. Ja, ich komm klar. Mehr als klar hier. Basta! Vielen Dank. Bitte. Kein Thema. Machen wir doch gern. Ich könnte natürlich hier noch liegen. Alter. Vielleicht, dass wir hier noch das eine oder andere finden. Aber hier können wir voll gut... Leider bekommt ihr natürlich dann prompto keine EPs. Weiter geht's. Ja. 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 So, wir haben 16 Uhr. In dem Wald wird es jetzt doch schon wieder kuschelig warm und dunkel hier. Deswegen könnten wir es vielleicht doch noch mal probieren. Wo schießt denn du rum schon wieder?
Baumschratast. Okay. Baumschratast, was bringt es? Nein, wir laufen in die falsche Richtung schon wieder. Wir müssen natürlich hier entlang. So, wir probieren es jetzt nochmal. Jetzt ist... Doch, ja, zwar noch nicht Nacht. Aber es wird auch schon recht dunkel hier. Und Taschenlampe ist auch schon an. Von daher hoffe ich, dass wir jetzt diese Glühwürmchen fangen. Und langsam habe ich doch das dumpfe Gefühl, dass das, da das ja Stufe 45 ist, da das solche überdimensionalen, kampflustigen, kampfbegeisterten Glühwürmle sind. So richtig fette Viecher. Also kann ich mir vorstellen. Jo, ist doch schön dunkel hier, hat er gemeint. Uhr. Sollte man doch jetzt eigentlich, ja, die Sterne siehst du auch schon am Horizont. Deswegen bin ich froh. Tatsächlich, ne? Ja! Mithral Glühwürmchen 1 von 3. Na, ich hab's doch gewusst. Schade, dass wir die nicht sehen können. Ja, 2 von 3. Nice. Das soll Stufe 45 sein. Das ist jetzt aber auch ein bisschen... Ja, Witz, ne? Irgendwie. Ein Glühwürmchen bräuchten wir noch. Sollte sich doch hier auch noch gleich zu finden. Ach, ist es hier vielleicht? Hui, nein. Da unten ist es. Da unten hat es sich versteckt, hat er gemahnt. Lasst uns den zu Dr. Jäger bringen. Ja, Aufgabe aktualisiert. Wie geil ist denn das? Wie geil ist denn das so? Liebe Freunde der Guten. Den umgibt echt eine übelst mächtige Aura. Alter. Was mit lustig? Was war das? Weiter geht's. Was macht ihr hier? Sehr schön. Nee, waren es dann doch. Also richtige handelsübliche Glühwürmchen. Bisschen Creme Brûlée. Pass besser auf noch. Ja doch. Das schaffen wir doch mit links. Vielleicht. Natürlich schaffen wir es mit links, Freunde der Sonne. So, hier können wir aber angeln, beziehungsweise hier können wir eine Rast machen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten. Und morgen angeln wir hier, wie bekloppt, in diesem Sinne. Macht's gut, bye bye und Servus, euer Franconia.